Die EU-Staaten ringen weiter nach einer Lösung für die Verteilung von Migranten. Bei einem informellen Treffen von Außen- und Innenministern in Paris verkündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, 14 EU-Staaten seien grundsätzlich bereit, den deutsch-französischen Vorschlag eines solidarischen Verteilmechanismus zu unterstützen. Europa kann sich nicht die Rosinen rauspicken, was Solidarität betrifft. Staaten können nicht sagen, wir wollen euer Europa nicht, wenn es um das Teilen von Lasten geht, aber wir wollen es, wenn es um Strukturfonds geht. Von den 14 EU-Ländern seien laut Macron bisher 8 zu aktiver Mitarbeit bei einem Verteilungsverfahren bereit. Natürlich ermutigen wir Europa zur Einrichtung dieses solidarischen Verteilmechanismus für Menschen, die in Europa ankommen. Wir, die Internationale Organisation für Migration und die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, sprechen schon lange darüber. Es konkretisiert sich nun und es ist sehr wichtig. Italiens Innenminister Matteo Salvini nahm an dem Treffen nicht teil, äußerte sich aber auf Twitter deutlich. Wenn Macron über Migranten sprechen wolle, solle er nach Rom kommen. Am Wochenende hatte ein Kreuzfahrtschiff vor der griechischen Halbinsel Peloponnes 111 Migranten aufgenommen, die in Seenot geraten waren. Ihr Ziel war Italien. Seit Schließung der Balkanroute versuchen viele Migranten auf dem Seeweg von Griechenland oder der Türkei aus nach Italien zu gelangen.